Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst heute am Palmsonntag. Wir beginnen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade Jesu Christi, des Sohnes Davids und Königs von Israel, sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, das Fest Ostern, das höchste Fest der Christen, kommt immer näher. Darauf haben wir uns in den letzten Wochen auf verschiedene Art und Weise vorbereitet. Die einen durch Fasten, andere suchten mehr Besinnung. Heute sind wir in Gedanken bei Jesus. Wir sind ihm nahe, während die Menschen ihm zujubeln, als er einzieht in Jerusalem. Auch wir jubeln ihm zu, denn Jesus ist auch unsere Hoffnung. Doch gehen wir mit ihm durch das Schwere, durch sein Leiden und Sterben am Kreuz. Bitten wir ihn, durch seine bittersten menschlichen Erfahrungen verraten und verleugnet zu werden, falsch angeklagt zu werden. Als Zeichen, dass wir Hoffnungen auf ihn setzen, segne ich jetzt die Palmzweige, auch diejenigen, die sie in den Händen tragen. Guter Gott, wir tragen Hoffnung in unseren Herzen, Hoffnung auf Liebe und Zuwendung, Hoffnung auf ein Leben mit und einst bei dir. Diese Hoffnung sehen wir in Jesus erfüllt. Darum tragen wir diese Palmzweige in unseren Händen. Wir wollen Jesus als unsere Hoffnung in unserer Mitte und in unseren Herzen willkommen heißen. Segne diese Zeichen der Hoffnung durch ihn, Christus, unseren Herrn. Aus dem Markus-Evangelium. Es war einige Tage vor dem Pascha-Fest. Als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage und Bethanien am Ölberg, schickte Jesus zwei seiner Jünger aus. Er sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt. Gleich, wenn ihr hineinkommt, werdet ihr einen jungen Esel angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet das Fohlen los und bringt es her. Und wenn jemand zu euch sagt, was tut ihr da, dann antwortet, der Herr braucht es. Er lässt es bald wieder zurückbringen. Da machten sie sich auf den Weg und fanden außen an einer Tür an der Straße ein Fohlen angebunden und sie banden es los. Einige, die dabei standen, sagten zu ihnen, wie kommt ihr dazu, das Fohlen loszubinden? Sie gaben ihnen zur Antwort, was Jesus gesagt hatte, und man ließ sie gewähren. Sie brachten das Fohlen zu Jesus, legten ihre Kleider auf das Tier, und er setzte sich darauf. Und viele breiteten ihre Kleider auf den Weg aus, andere aber Büschel, die sie von den Feldern abgerissen hatten. Die Leute, die vor ihm hergingen und die ihm nachfolgten, riefen: Hosanna! Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Hosanna in der Höhe. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Während ich durch die Kirche gehe und ihre Palmsträuße mit Weihwasser benetze, singt der Chor das Gemeindelied. Thank you.
Lasst uns beten. Großer Gott, wir feiern in dieser heiligen Woche den Höhepunkt des Kirchenjahres. Lass uns still und nachdenklich werden und unsere Verbindung zu Christus stärken, der uns in Tod und Auferstehung den Weg vorausgegangen ist und der mit dir lebt und wirkt in Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Jesaja. Gott, der Herr, gab mir die Zunge von Schülern, damit ich verstehe, die Müden zu stärken durch ein aufmunterndes Wort. Jeden Morgen weckt er mein Ohr, damit ich höre, wie Schüler hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Ich aber wehre mich nicht und wich nicht zurück. Ich hielt meinen Rücken denen hin, die mich schlugen, und meine Wange denen, die mir den Bart ausrissen. Mein Gesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Und Gott, der Herr, wird mir helfen. Darum werde ich nicht in Schande enden. Deshalb mache ich mein Gesicht hart wie einen Kiesel. Ich weiß, dass ich nicht in Schande gerate. Wort des lebendigen Gottes.
Lassen Sie mich mal gerade gucken. Müssen wir über die Kurzfassung. Weil da drüber steht. Das ist ein Kurzfass. Alles klar, ja. Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus nach Markus. Gleich in der Frühe fasten die hohen Priester und die Ältesten und die Schriftgelehrten, also der ganze Rat, über Jesus einen Beschluss. Sie ließen ihn fesseln und abführen und lieferten ihn Pilatus aus. Pilatus fragte ihn: Bist du der König der Juden? Er antwortete ihm: Du sagst es. Die hohen Priester brachten viele Anklagen gegen ihn vor. Da wandte sich Pilatus wieder an ihn und fragte: Willst du denn nichts dazu sagen? Sieh doch, wie viele Anklagen sie gegen dich vorbringen. Jesus aber gab keine Antwort mehr, sodass Pilatus sich wunderte. Jeweils zum Fest ließ Pilatus einen Gefangenen frei, den sie sich ausbitten durften. Damals saß gerade ein Mann namens Barabbas im Gefängnis, zusammen mit anderen Aufrührern, die bei einem Aufstand einen Mord begangen hatten. Die Volksmenge zog zu Pilatus hinauf und verlangte, ihnen die gleiche Gunst zu gewähren wie sonst. Pilatus fragte sie: Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freilasse? Er merkte nämlich, dass die hohen Priester Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatten. Die hohen Priester aber wiegelten die Menge auf, lieber die Freilassung des Barabbas zu fordern. Pilatus wandte sich von Neuem an sie und fragte: Was soll ich dann mit dem tun, den ihr den König der Juden nennt? Dann schrien sie: Kreuzige ihn! Pilatus entgegnete: Was hat er denn für ein Verbrechen begangen? Sie aber schrien noch lauter: Kreuzige ihn! Darauf ließ Pilatus, um die Menge zufriedenzustellen, Barabbas frei. Jesus lieferte er, nachdem er ihn hatte geißeln lassen, zur Kreuzigung aus. Die Soldaten führten ihn ab in den Hof hinaus, der Prätorium heißt, und riefen die ganze Kohorte zusammen. Dann legten sie ihm einen Purpurmantel um und flochten einen Dornenkranz. Den setzten sie ihm auf und grüßten ihn. Sei gegrüßt, König der Juden! Sie schlugen ihm mit einem Stock auf den Kopf und spuckten ihn an, beugten die Knie und huldigten ihm. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, nahmen sie ihm den Purpurmantel ab und zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie Jesus hinaus, um ihn zu kreuzigen. Einen Mann, der gerade vom Feld kam, Simon von Cyrene, den Vater des Alexander und des Rufus, zwangen sie, sein Kreuz zu tragen. Sie brachten Jesus an einen Ort namens Golgotha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Dort reichten sie ihm Wein, der mit Myrrhe gewürzt war. Er aber nahm ihn nicht. Dann kreuzigten sie ihn. Sie verteilten seine Kleider, indem sie das Los über sie warfen, wer was bekommen sollte. Es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und eine Aufschrift gab seine Schuld an: Der König der Juden. Zusammen mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, den einen rechts von ihm, den anderen links. Die Leute, die vorbeikamen, verhöhnten ihn und schüttelten den Kopf und riefen: Ach,
Du willst den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen? Rette dich selbst und steig herab vom Kreuz. Ebenso verhöhnten ihn auch die hohen Priester und die Schriftgelehrten und sagten untereinander: Anderen hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Der Christus, der König von Israel, er soll jetzt vom Kreuz herabsteigen, damit wir sehen und glauben. Auch die beiden Männer, die mit ihm zusammen gekreuzigt wurden, beschimpften ihn. Als die 6. Stunde kam, brach eine Finsternis über das ganze Land herein bis zur 9. Stunde. Und in der 9. Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Das heißt übersetzt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von denen, die dabei standen und es hörten, sagten: Hört, er ruft nach Elia. Einer lief hin, tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab Jesus zu trinken. Dabei sagte er: Lasst, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn herabnimmt. Jesus aber schrie mit lauter Stimme, dann hauchte er den Geist aus. Da riss der Vorhang im Tempel in 2 Teile, von oben bis unten. Als der Hauptmann, der Jesus gegenüberstand, ihn auf diese Weise sterben sah, sagte er: Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Nehmen Sie bitte Platz. Liebe Schwestern, liebe Brüder, die Erinnerung an Jesu Leiden drängt uns dazu, an die heutigen Leiden vieler Menschen zu denken, ja ganzer Völker. Sie will unser Mitleid und unsere Hilfsbereitschaft wecken. Sie will aber auch unseren Widerstand entfachen gegen alles Unrecht, das Menschen anderen Menschen immer wieder antun. Denn alle diese Leidenden sind ja auf irgendeine Weise auch Abbilder des leidenden Gottessohnes und Menschensohnes Jesus. Die Erinnerung an das Leiden Jesu ist schließlich auch ein Anruf, der uns mahnt, umzukehren aus den Sackgassen unseres Lebens, aus der Schuld und Sünde, die wir auf uns geladen haben. In einem ergreifenden Passionslied auf Jesus Christus heißt es: Was du, Herr, hast erduldet, ist alles meine Last. Ich hab es verschuldet, was du getragen hast. Wir stehen am Beginn der Karwoche, die mit dem Blick auf Kreuz und Grab Jesu endet. Aber, das sagt uns unser christlicher Glaube, Kreuz und Grab sind nicht das Ende.
Am dritten Tag nach dem Karfreitag ist Ostern. Und das heißt, die Bilanz der Geschichte Jesu ist nicht der Tod und die Bilanz der Weltgeschichte wird nicht der weltweite Tod sein. Dieser Frühlingstag und die allerorten blühende Natur können dafür Bild und Gleichnis sein. Bekennen wir unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Auf den Anruf, Jesus Christus ist der Herr, antworten wir mit zur Ehre Gottes des Vaters. So lasst uns Fürbitte halten. Beim Einzug in Jerusalem haben die Leute ihre Kleider vor Jesus ausgebreitet. Wir legen ihm unsere Welt zu Füßen und bitten um Heilung, wo Menschen verwundet und belastet sind. Wir sind dankbar, dass wir Gottesdienst feiern dürfen. Heute und an Ostern hier in der Kirche versammelt, draußen oder mehr virtuell. Wir beten für alle, mit denen wir verbunden sind, im Gedächtnis an Jesu Leiden, Tod und Auferstehung. Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Wir sind dankbar, dass die Impfungen bald das Coronavirus beherrschbar machen. Wir beten für alle, die ungeduldig warten, für Wissenschaft und Wirtschaft und Politik, die für eine gerechte Verteilung der Dosen sorgen und für gleiche Chancen für alle, auch für die armen Länder. Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Wir sind dankbar, dass auch führende Menschen zur Umkehr bereit sind und um Vergebung bitten. Wir beten für alle, die an falschen Beschlüssen und Meinungen festhalten, für die vielen, die darunter leiden, und auch für mutige Menschen, die gute eigene Wege finden und sie beschreiten. Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Wir sind dankbar, dass es uns und vielen Menschen ziemlich gut geht. Wir beten für alle, die zu leiden haben, unter Krankheit und Angst, unter Hunger und Krieg, unter Gewalt und Verachtung. Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Wir sind dankbar für viele Fortschritte, die der weltweite Handel auch für uns ermöglicht. Wir beten für die Seeleute, die im Suezkanal festsitzen, für alle, deren Versorgung durch den Stau gefährdet ist und für die vielen, die vor Ort suchen und finden, was sie brauchen. Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Dankbar für neue Wege, die unsere Kirche suchen und finden darf, beten wir für alle, die für Gottes Volk Verantwortung tragen, in unserem Bistum, in unserem Land und in der Weltkirche. Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Wir sind dankbar für lange helle Abende und neue Erfahrungen. Wir beten für alle, denen der Wechsel zur Sommerzeit Probleme bereitet, für die Schlaflosen und die Bedrückten, für die Nachtschwärmer und die Ruhebedürftigen.
Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Jesus Christus, du gehst den Weg der Menschen durch Leid und Tod hindurch. Du schenkst uns die Hoffnung auf wirkliches neues Leben mit Gott. Wir singen Hosanna und preisen dich mit dem Vater im Heiligen Geist, heute und morgen und in Ewigkeit. Guter Gott, dein Sohn hat für uns gelitten. Brot und Wein werden gebrochen. Sie sind Zeichen, dass sein Weg für uns ein Weg des Leidens und des Schmerzes war. Brot und Wein sind Zeichen seiner Liebe zu uns. Stärke unsere Liebe zu dir und zueinander. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebt die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und das Werk deiner Liebe zu rühmen durch unseren Herrn Jesus Christus. Er war ohne Sünde und hat für die Sünder gelitten. Er war ohne Schuld und hat sich ungerechtem Urteil unterworfen. Sein Tod hat unsere Vergehen getilgt, seine Auferstehung uns Gnade und Leben erworben. Darum preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. So treten wir vor dich hin und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Sonntag als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib
und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Leib und Blut Jesu Christi, Geheimnis unseres Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Helmut und allen Bischöfen, unseren Priestern, Diakonen und Ordensleuten und mit allen Frauen und Männern, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Schwestern und Brüder, die gestorben sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, der heiligen Katharina, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. In diesem Vertrauen lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus' Sterben am Kreuz hat die Feindschaft zwischen den Völkern niedergerissen. In der Feier der Eucharistie schenkt uns Christus seinen Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch.
Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Leib Christi.
Lasst uns beten. Herr Jesus, wir haben dich auf deinem Weg begleitet bei deinem Einzug in Jerusalem, beim letzten Abendmahl, bei deiner Salbung, bei deinem Tod und deiner Auferstehung. Mit deinem Leben, Sterben und Auferstehen machst du uns Mut, auch auf unserem Lebensweg immer wieder aufzustehen und weiterzugehen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Gemeinde, an den Ausgängen stehen die Messdiener, die Ihnen, wenn Sie möchten, einen Palmzweig mitgeben nach Hause. Uns allen einen gesegneten Sonntag und eine gute heilige Woche. Dankeschön. Unser Organist Simone Falcone spielt nach dem Entlassruf von Vidor das Matthäus-Finale. Der Herr sei mit euch. Es segne und begleite euch Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Gehen wir hin in Gottes Frieden.